So begleitet mich, oh werte Herren und werte Damen, auf dem Kreuzzug nach ein paar epischen Gegenständen. Hier ist euer Comic und wir spielen Diablo 3 auf dem Testrealm. Der ein oder andere hat's vielleicht schon gedacht. Ja, ich suche nämlich nicht das altbekannte Roland-Set. Nein, ich suche das neu bekannte, neue Set für den Kreuzritter, wovon ich noch nichts gefunden habe. Und ihr dürft mich jetzt ein klein wenig begleiten auf dem Kreuzzug nach gar edlen Schätzen. Und dafür werde ich sicherlich auch in dein Nephalem-Portal hineinschreiten. Wir brauchen keine Portalsteine mehr, um das machen zu können. Wir können einfach so Nephalem-Portale öffnen. Eine Neuerung, die jetzt mit Season 4 kommen wird. Und der eine oder andere wird sich vielleicht schon gedacht haben, guckt mal, ja, der O-Comic, der hat schon ein paar Sachen gesammelt jetzt auf dem Teststream und ist schon Kapitel 4. Also Season-Reise ist relativ zügig. Ich habe auch, vielleicht mag es der ein oder andere denken, keinen Legendary-Buff oder sowas jetzt gehabt. Ich hoffe mal, dass ich auf Qual 3 das Ganze bestehen werde. Gestern haben wir auf Qual 1 noch gespielt. Habe jetzt Qual 3 noch nicht ausgetestet, allerdings habe ich schon Nephalem-Portal auf Qual 2, sag ich mal, ein großes Portal auf Qual 2 geschafft. Mal gucken, wie es mit der 3 läuft. Oh, das sieht nicht gut aus. Obwohl es geht, einigermaßen. Finde ich ein bisschen schade, dass man bei den neuen Portalen jetzt hier immer noch auch solche Boppels aufheben muss, soll, darf, kann. Also ich benutze nicht den Schildstoß, der ein oder andere... Oh, oh, oh. Was war das? Der ein oder andere wird es sicherlich gesehen haben. Ich benutze tatsächlich Schwungangriff gerade noch. Dachte mir, kann man ja nichts falsch machen mit. Aber man kann natürlich auch sterben. Oh, manchmal bleibt man einfach hier eingefroren von irgendwelchen Sachen, die man gar nicht sieht. Weiß gar nicht, wer mich jetzt hier eingefroren hatte, keine Ahnung. Ja, bis jetzt benutze ich auch noch keine altbewährte Skillung für Kreuzritter, die man so vielleicht kennen mag. Ich habe auch noch nicht das komplette Roland-Set, muss ich gerade mal noch dazu sagen. Zu meiner Verteidigung habe ich auch noch nicht so viel Kreuzritter gespielt. Der oder diejenigen, die jetzt schon viel Kreuzritter gespielt haben, werden sicherlich noch ein paar Tipps für mich auf Lager haben. Bin ja auch eher der Tank-Kreuzritter geworden in letzter Zeit. Jetzt nicht auf dem Test-Realm, sondern auf dem richtigen Realm. Da habe ich das ein oder andere Mal schon getankt. Oh, war ganz erfolgreich, muss ich sagen. Es könnte natürlich schlimmer sein. Bäm. Mal aus der Krütze hier rausziehen, die Typen. Gift mag ich nämlich auch nicht so. Ja, ich erst. Ich werde davon lange erzählen. Und ich hoffe, ihr auch euren Enkeln und Söhnen und Töchtern, den geholden Maiden aus dem Morgenland. Ich denke, ihr werdet noch viel zu erzählen haben von den Abenteuern, die ihr gemeinsam mit O-Comic bestehen durftet. Bin gerade so ein bisschen für meinen Clan unterwegs, um denen dann ein paar neue Dinge verraten zu können, wenn ich denn dann vom Teststream wieder weg bin. Deswegen, die anderen sind gerade, glaube ich, so ein bisschen auf dem normalen Server, spielen da noch Season oder normal. Beteilige mich jetzt gerade mal nicht an den Aktivitäten. Ich hoffe mal, man wird mich nicht allzu stark vermissen dort. Wer noch gerne sich bewerben möchte, Clan Fatality, wir sind so fatal. Das könnt ihr wissen. Ich darf auch nicht dran, also ich habe immer so dieses, wie soll ich sagen, Verlangen, gefundene Set-Gegenstände, die ich doppelt habe, dann zu verwursten. Das darf man aber ja gar nicht mehr tun nach dem neuen Patch, denn man kann ja mit Kanais Würfel, den ich schon jetzt hier freigeschaltet habe, geht ja relativ easy peasy, damit kann man sich ja da das noch benötigte oder die benötigten Set-Gegenstände rüberholen, wenn man merkt, dass man noch was Bestimmtes benötigt. Ja, es läuft eigentlich ganz gut auf Qual 3. Hatte Schlimmeres erwartet.
mal gucken, wie es dann gegen den Portalwächter vor sich geht. Die sind ja meistens noch ein bisschen stärker. Was ist denn da oben gestorben und warum liegt da Zeug? War ich da noch gar nicht. Kommt man da durch? Sag bloß, man kommt da durch. Tatsache. Und einen Kopfschutz gefunden. Als ob es nichts wäre, finden wir hier wahnsinnig viele Gegenstände. Hängt aber auch damit zusammen, dass natürlich auf dem PTR schon immer die Droprate natürlich ein klein wenig höher ist als auf den normalen Reelen. Auch wenn nicht unbedingt der Buff jetzt dafür da ist. Der Buff war ja immer mal zwischendurch an, war mal wieder aus, war mal wieder an, war mal wieder aus. Aber sobald der Buff an ist, merkt man auch, dass sich so viele auf dem Testrealm rumtreiben, dass man dann glatt mal Wartezeiten von 4 Stunden oder sowas plötzlich drinstehen hat. Ich glaube, das ist auch nicht Vater des Gedankens. Deswegen haben sie sich wohl gedacht, nehmen wir das wieder weg. Das finde ich auch gut so. Da kann wenigstens die Interessierten spielen und die Noobs, die... Nein, die normalen Spieler, die spielen dann eben, wenn Season da ist. Und haben nicht gleich alle Sets schon vorher zum Ausprobieren. Ich weiß noch gar nicht, was das neue Set alles für Teile hat. Vielleicht haben wir ja schon die ersten Armschienen oder so gerade davon gefunden. Wir gucken es uns dann gleich mal an, was ich gefunden habe. Aber erstmal ziehen wir hier noch das Portal durch. Würde ich mal sagen. Ich denke mal, da sind wir einer Meinung. Ich muss noch ein bisschen Paragon-Punkte sammeln, auf jeden Fall. Wie ihr sehen könnt. Habe ich gerade gewundert, warum der eine hier nicht stirbt. Also Atem des Todes und die vergessenen Seelen werden ja auch relativ wichtig werden für Kanais Würfel. Denn damit kann man sich nämlich Set-Gegenstände umschmieden. Das wird wahrscheinlich auch sehr beliebt werden, sich solche Set-Gegenstände dann zu leveln, zu schmieden, bis man dann den perfekten Set-Gegenstand hat. Ich denke mal, das wird sicherlich auch viel Zeit in Anspruch nehmen und wird auch bestimmt viele Kopfgelder kosten. Denn nur durch die Kopfgelder bekommt man ja diese neuen Materialien, die man farmen muss, um dann Kanais Würfel benutzen zu können für bestimmte Sachen. In den Kisten findet man teilweise gutes Zeug. Wieso habe ich so wenig Lebensregeneration, frage ich mich gerade. Oh, da oben ist ein Shrine. Kann mal gucken, was wir so Grünes gefunden haben. Handschuhe, die ich noch nicht kenne. Und das andere sind Krems-Verstärkungsarmschienen, das sehe ich schon direkt. Willen des Lichts. Ah, das ist eines der neuen... Da gucken wir gleich mal in die Werte rein. Kritische Trefferchance ist direkt mit drauf, sehr geil. Every use of Blessed Hammer that hits an enemy reduces the cooldown of Falling Sword and Provoke by 1 second. You take 50% less damage for 8 seconds after landing with Falling Sword. Increase the damage of Blessed Hammer by 750% and Falling Sword 500%. Oh, das hier ist übrigens, ich glaube, das fallende Schwert, wenn ich mich nicht irre. Das ist mal natürlich nice. Ist schade, dass es noch nicht übersetzt ist jetzt. Würde es natürlich gerne korrekt anwenden. Vielleicht kann ich euch dann mal einen Guide schon direkt einstellen, wenn ich die ganzen Dinger finde. Was kann man denn alles finden? Gerade mal gucken. Kopf, Beine, Füße, Körper, Hände, Schultern. Oh, auch Schultern. Das ist fast wie Roland Set. Kann man sicherlich mit dem Ring of Royal Grandeur auch ein bisschen mit dem Roland Set kombinieren vielleicht. Ja, also wer weiß, was sich da als beste Kombination rausstellt. 2, 2, 4, 2, 6. 2 Roland. 4 von dem anderen, gerade mal gucken. Schildstoß, Schwung, Ablenkzeiten, eure Gebote. Na, vielleicht wahrscheinlich wirklich das hier als entweder 6er und den anderen als 2er, aber davon haben wir ja nicht viel bei dem 2er. Das geht nur um Blast Hammer. Oder man macht dann wirklich 6-2, weil ich glaube 6-4 werden wir nicht rausbekommen.
Aber es wird interessant, da ein paar verschiedene Möglichkeiten zu testen. Vor allen Dingen, was sockel ich in Kanais Würfel rein und inwieweit hilft mir das eventuell dabei, noch besser zu sein? Da gibt es sicherlich sehr viele Skills, die man ausprobieren kann, die einem da was bringen. Also es ist definitiv auch kein Tank-Equipment. Es ist eher wirklich ein Schadensequipment. Denn die Frage ist, wie viel Schaden kann ich jetzt als Kreuzritter dann damit machen? Und ist es sinnvoll für die Gruppe? Und wie sinnvoll ist es in der Gruppe? Das ist natürlich auch wieder so eine Frage, die man sich dann stellen muss und die man dann natürlich ausprobieren rausfindet. Und dann wird es sicherlich Tage geben, an denen sich die Guides wieder überschlagen auf YouTube. Aber vergesst nicht, wer es euch gezeigt hat, mit wem ihr es zusammen gefarmt habt. Nein, das war Comic. Ja, ich finde es auf jeden Fall interessant, was sie da so sich einfallen lassen haben. Muss mir dann auch mal die Fähigkeiten dazu natürlich angucken, sobald ich da zwei Teile von dem Set gefunden habe. Wäre natürlich nice, wenn man sich Setteile direkt herstellen könnte, aber das geht leider nicht. Nein, ihr nicht, aber ich. Ach, immer diese Frage, wo gehe ich lang? Wo war ich schon? Hallöchen, Popöchen. Am geilsten fände ich natürlich eine Kombination aus beiden Sets, muss ich sagen. Also ich denke mal, das würde richtig abgehen. Ich werde es aber erstmal mit einem Set direkt probieren, dann sobald ich einen 6er Bonus rausbekommen kann, um zu gucken, wie es dann läuft. Und dann gucke ich mir das. Oh, ich höre ein Goblin-Schwadron da hinten. Das kann ich jetzt natürlich noch nicht angreifen direkt. Wow, Portalwächter war relativ easy peasy, also ein größeres Nephalem-Portal schaffen wir ja auch mit. Aber ich glaube, es ist kein Schlüsselstein gedroppt, oder? Ach doch. Ah, Gott sei Dank. Ich hatte schon die leichte Befürchtung. Oh, jetzt lass mich doch mal durch. Oh, ich wollte den roten haben, scheiße. Weil der gibt ja, die gibt ja extra Bonus, wenn man den killt. Auf Legendaries. Boah, voll die Miene von Goblins erwischt hier. Oh, hier noch ein von denen killen. Damit wir ein bisschen Zeug bekommen. Sehr geil. Hier gleich nochmal ein paar Rezepte und Pläne. Oh, ich kann nicht alles einstecken. Was? Nein, ich bin nicht überlastet. Das kommt dir nur so vor. Steht da hinten noch ein Goblin? Ach, der hat sich weggebeamt. Ich wollte gerade sagen. Kein Platz mehr. Noch ein bisschen Gold einsammeln. Wie jetzt? Hihi. Wo? Wo ist noch einer? Was da oben? Hat sich nicht weggebeamt. Na, dann machen wir den noch platt. Da haben wir wenigstens einiges an Materialien hier gefarmt. So, noch ein paar Paragon-Punkte kurz verteilen. Ressourcenkosten, Bewegungsgeschwindigkeit. So, das Blaue und das Gelbe kann alles weg. Dann haben wir noch Zeug gefunden. Ich glaube aber nicht, dass ich das anziehen werde. Vielleicht werde ich davon noch eine Fähigkeit oder so mehr abzweigen. Giftnova ist natürlich auch sehr geil. Vor allen Dingen für so einen Tank wäre das natürlich auch nicht schlecht. So eine Giftnova als Tank, dann macht man sogar noch Schaden.
Mal überlegen, ob sich das vielleicht rentiert. Jetzt sammeln wir erstmal all die schönen Sachen ein. All die schönen Sachen, die das Leben schöner machen, hinein ins Weekend Feeling. Das Gute ist ja, man muss ja tatsächlich dieses ganze Zeug hier alles mal auch aufheben. Man kann ja gelbes in blaues Zeug umwandeln und andersrum oder weißes in blaues oder weißes in gelbes, gelbes in weißes. Je nachdem, was man eben gerade braucht. Das finde ich so schön bei dem Kanaiswürfel, dass man das jetzt tun kann. Man hat also nie zu viel von irgendwas. Kann sich das immer umwandeln. Hat dann höchstens zu wenig irgendwann von irgendwas. Ein bisschen Gold einsammeln. Und noch ein Atem des Todes, weil Atem des Todes braucht man definitiv auch. Akt 1 Kopfgelder wollte ich eigentlich auch mal machen, allerdings überlege ich halt immer noch, ob ich eventuell erstmal versuche, alle Pläne zusammen zu bekommen, bevor ich das mache, weil sonst droppt eventuell der schöne Ring nicht auf Royal Grandeur, weil ständig droppen nur irgendwelche komischen Rezepte jetzt momentan. Das finde ich ein bisschen ekelhaft. So, dann machen wir gleich mal ein großes Portal noch im Anschluss. Jetzt haue ab! Ja, einige Pläne haben wir auf jeden Fall gefunden. Irgendwann muss es ja mal gut sein, hoffe ich, mit Plänen finden hier. Oh, jetzt lass mich doch mal. Hab schon einige Sachen gefunden, wo man dann diese ganzen Fähigkeiten runterziehen könnte dann am Ende. Wo ich dann eben noch überlege, ob ich die runterziehe oder nicht. Das hat keinen. Das hat auch keinen. Das sind so Sachen, die man dann verwerten kann. Ich verwerte prinzipiell jetzt immer erstmal alles. Außer neue Set-Gegenstände. Die brauche ich natürlich. Ich habe auch momentan Ashes Mars an, weil ich da dieses Schild bekomme bei der Treffer von Elite-Gegnern. Falls sich der ein oder andere da gefragt haben mag, warum rennt der hier mit St. Andrews Mast, Arceus Nas? Das ist einfach, ja, um mich zu schützen vor den ganzen Angriffen von diesen Elite-Gegnern. Hab ich mir die angezogen. Wille des Lichts habe ich mir jetzt angezogen. Na, wenn das mal nichts ist. Mal gucken, ob ich da noch das andere finde, wenn ich das jetzt angekleidet habe. Wo ist denn eigentlich Katala? Hier ist Katala. Schultern. Lohnt sich nicht. Schuhe würde sich mal lohnen. Ah, es ist zu teuer. Schuhe hätte sich jetzt mal gelohnt, wenn es ein Set-Gegenstand gewesen wäre, egal welcher. Ob neu oder alt, ich nehme alles. Sesam, schließe dich. Ach ja, man kann das ja nicht mehr einlegen. Qual 3 ist Stufe 16. Gestern habe ich mal hier Qual 2 versucht. Ging auch ganz gut. Ich nehme mal Qual 3 auf. Qual 3 sind wir ganz gut durchgekommen. Es kommt jetzt auf den Portalwächter natürlich noch so ein bisschen drauf an, den wir treffen. Reflektiert-Schaden ist auch mies. Boah, diese blöden Elite-Gegner teilweise mit ihren komischen Minions da. Ich die hasse. Man soll ja jetzt auch in den Portalen und generell in Sanktuarien, wenn man unterwegs ist, für größere Gegner, für die man mehr Zeit braucht, mehr Erfahrungspunkte bekommen. Ich weiß allerdings nicht, ob das auch in Nephalem-Portalen zählt, dass wenn man die größeren besiegt, dass man dann auch mehr Punkte bekommt in dem Portal.
Es scheint auf jeden Fall nicht so zu sein bei Elite-Gegnern, weil an denen schnitzt man ja teilweise auch ewig rum. Oh, Paragon-Level aufgestiegen. Bam. Ja, Zorn, 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 Eckzorn. Bäm. Du hast dich auch wieder erholt, ja? Zack, zack, zack. Es kommt mir auch so ein bisschen so vor, als gibt es mehr Elite-Gegner. Ich weiß nicht, ob die dann einfacher geworden sind oder so vielleicht. Aber es kommt mir so vor, als gibt es mehr davon. Damit man natürlich diese Boppeln aufsammeln kann. Ich habe das noch nicht ganz so geschnallt, inwiefern sich das jetzt mit den Portalen verbessert haben soll. Man schlitzt immer noch stundenlang teilweise an manchen Gegnern rum. Und an anderen nicht. Wahrscheinlich liegt es wirklich am Erfahrungspunktebonus für die größeren Gegner, dass der sich erhöht hat, eventuell. Oh, müssen es unbedingt die sein? Ich brauche Gegnergruppen, ich brauche Gegnergruppen, ich brauche keine Opfer, ich brauche Gegner. Vielleicht habe ich weiß gar nicht, ob sie die Portalwächter eventuell an die normalen Nephalem-Portale angepasst haben. Aber wäre eigentlich schwachsinnig. Ich meine, warum heißt es denn dann großes Portal und kleines Portal, wenn es dann keinen Unterschied mehr gäbe von den Bossen und Gegnern? Wäre ja Quatsch. Ich bin jetzt auch jemand, der die Patch Notes nicht auswendig kann. Ja, Schande über mein Haupt und Asche und überhaupt. Überhaupt über mein Haupt. Jetzt mein Zorn reicht nicht aus. Bist du für eine Mimi? Sei zornig! Sei grimmig, RJ! Ich habe übrigens das Einfrieren drin. Habe ich dann gehofft, dass ich das verwenden kann. Aber es soll ja auch so sein, dass man für die größeren, schwereren Gegner, dass die nicht mehr so leicht einzufrieren sind. Ich gehe mal davon aus, dass das die Elite-Gegner betrifft. Es steht jetzt nur da, dass das bei schwereren Gegnern eben der Fall sein soll, dass die nicht mehr so einfach gestunt werden können, beziehungsweise Opfer von Kontrollverlusteffekten. Ich weiß zwar nicht, was das soll, weil dann wird das Teamspiel wieder etwas in den Hintergrund gerückt. Finde ich ein bisschen scheiße, weil wozu brauchen wir dann noch einen Tank, wenn der nicht mehr tanken kann? Der konnte ja vorher schon immer so schlecht tanken, ja. Also, sagen wir mal, jetzt als Kreuzritter konnte man ja teilweise bestimmte Sachen schlecht tanken und als Dingsy auch. Als Witch-Doktor, da sind ja trotzdem dann einige Gegner immer mal entkommen oder man konnte die kaum bändigen. Wenn das jetzt natürlich noch schlimmer geworden ist, dann weiß ich nicht, was das die Verbesserung ist. Ja, außer für Singleplayer natürlich, dass dann man vielleicht höhere Riftstufen im Singleplayer-Modus erreicht und das nicht mehr in der Gruppe schafft. Aber finde ich ehrlich gesagt nicht gut. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht habe ich das auch vollkommen missverstanden. Klar soll ja das Singleplayer-Spiel wieder ein bisschen besser werden und die Belohnung dafür größer und alles, aber man muss es ja nun auch nicht übertreiben oder den Multiplayer-Charakter kaputt machen. Ich finde das schön mit Multiplayer bei Diablo 3.
meine, klar kann sich jeder selber entscheiden, wie er spielen möchte, aber wenn da kein Unterschied mehr besteht, wird es sicherlich mehr Singleplayer dann wieder geben demnächst. Ich habe nur gelesen, die Zeit, die man im Nephalem-Portal zum Erforschen, ja, in Anführungszeichen Erforschen des Portals, verbringt, soll jetzt mehr im Verhältnis stehen zum Kampf gegen den Rift-Boss. Heißt wahrscheinlich, man soll jetzt nicht mehr 5 Minuten am Rift-Boss schnitzen, sondern eher so 10 Minuten das Portal erkunden und dann ja, den Rift-Boss schneller erledigen können oder so. Soll sich die Waage halten. Also 5 Minuten erkunden, 5 Minuten schlitzen. Oder so ähnlich. Oh, ich hätte mir echt einen anderen Durchgang hier gewünscht. Das ist echt nicht besonders vorteilhaft hier, diese Einzelgegner, die hier auf einen zukommen. Oh, endlich Ausgang. Moment, die nehme ich noch mit. Zack. Das ist schöner, das ist besser. Da sind mehr Gegner auf einem Haufen. Gegner haben sie auf jeden Fall nicht reduziert oder so und kommen mir jedenfalls nicht so vor. Es wäre aber schöner, wenn sie ein paar mehr gemacht hätten. Obwohl es dann wahrscheinlich wieder auf T6 heißt, nein, macht weniger Gegner. was heißt T6, aber auf Rift-Stufe 45 oder so. Weniger Gegner, nein, keine Gegner mehr. Nein, werden sie nicht, aber wir machen es trotzdem. Oh, das ging aber schnell gerade mit dem Portalwächter. Also Rift-Boss scheint noch im Verhältnis zum normalen kleinen Rift normal zu laufen. Brauchst du keinen Zorn. Solist, ein Erfolg errungen. Oh, und kein Set-Gegenstand dabei. Das ist aber nicht nett. Ja, Uschi, das erzählt sie mir jedes Mal, ey. Die Uschi. Oh, was habe ich denn hier gefunden? Mit jedem Angriff, den ihr auf einen Gegner ausführt, wird der Schaden, den dieser durch eure Angriffe erleidet, um 100% erhöht. Oh, geil. Das ist doch mal was. Das wäre was für den Barbar mit Wirbelwind. 100% erhöhter Schaden. Alter Falter. Da kann man theoretisch den Taiguk vergessen dann dafür, oder? Oder den Verderben der Gefangenen. Müsste man dann ausprobieren. Ich level den mal. Mal gucken, was der mir bringt. Was steigt denn da an überhaupt? 104%. Ah, der erhöhte Schaden. Nett. 106 erhöht sich um 2%. Also das wird mal ein interessanter Edelstein. Den möchte ich gern mit meinem Barbaren ausprobieren. Das wollte ich schon sagen, mit meinem Barbier. Ja, Bart stutzen kann der Barbar auch mal irgendwann. Der ist ziemlich haarig, der Geselle. Geselle. Machen wir erstmal das Portal zu. Und dann gucken wir mal, was wir gefunden haben. Vielleicht ist wieder was dabei, was man gebrauchen kann. Waffe und sowas lässt eh noch zu wünschen übrig. Ja, nichts Weltbewegendes hier. Ich sockel mal den hier raus. Und dafür sockel ich den hier rein, weil da muss ja der Schaden eigentlich richtig abgehen. Für jeden Angriff, den man auf einen Gegner wirkt, wird der Angriff nochmal um 100% erhöht, also das Doppelte. Also wenn das mal nichts ist, ich probiere das mal bei einem Schlüsselhüter. Beziehungsweise im normalen T3-Level. Mal gucken, irgendwo ist doch hoffentlich hier dieser Schlüsselhüter in der Windnähe. Weil den brauche ich ja noch für den saisonalen Erfolg. Okay.
Ich habe mir gar nicht die zweite Fähigkeit davon angeguckt, ob sich dadurch auch die Rüstung eventuell steigert. Gerade mal gucken. Der Effekt verstärkt ebenso verbündete Spielecharaktere und Gefährten. Oh, das ist natürlich für. Oh, das ist natürlich nice. Das ist natürlich nice für Support. Da kann man richtig geil supporten dann damit. Oh, das geht ab. Das geht auf jeden Fall ab. Also den werde ich in der Season mal ausprobieren, das kann ich euch sagen. Den werde ich leveln ohne Ende als allerersten. Das ist natürlich für Wirbelwind-Barbaren richtig geil. Also für jeden Angriff, den man macht. Also je öfter ich einen Boss attackiere mit meinem Wirbelwind-Angriff, desto mehr Schaden kriegt der. Also so verstehe ich jetzt jedenfalls die Wirkung von dem Ring. Weiß nicht, wie ihr die versteht, aber ich denke mal schon, dass ich die richtig habe verstanden. Da lebt noch einer. Da lebt noch einer. Cool. Die Verbündete würde ja wahrscheinlich auch der Templer zuzählen, ne? Na, wenn das mal nicht interessant werden kann. So, jetzt suche ich nochmal den Schlüsselhüter. Der muss ja hier auch irgendwo sein. Da kann ich bestimmt noch so ein Qual-Level hochgehen, schätze ich jetzt mal. Außergewöhnliche Kraft. Oh, da ist er. Oh, das ging schnell. Und gleich noch einen saisonalen Erfolg bekommen für unser Saisonlevel. Am Ende kriegt man nämlich so einen Gefährten, wenn man die alle erfolgt hat. Und ich muss sagen, das ist nicht sehr schwierig, die Season-Anforderungen hier zu erfüllen. Also ich denke mal, das kann jeder schaffen. Es sei denn, die basteln noch mal ein bisschen dran rum, dass man noch höhere Level haben muss. Aber ich muss sagen, wenn man richtig levelt, dann kann man den Charakter auf Level 70 schon innerhalb von 7 Stunden, sag ich mal, realistisch geschätzt haben. Wer natürlich richtig krass levelt, der kann auch 6 Stunden, wenn er im Solo-Spiel levelt haben. Und wer sowieso in der Gruppe spielt, der hat das sowieso schneller. Also ich denke auch, dass man dann. Ja, na gut, die sich ziehen lassen, dann am Ende wieder warten, bis alle auf Level 500 Paragon sind. Ja, das macht eh keinen Spaß. Wo ist der Schlüsselhüter? Ich ziehe das jetzt gerade mal ganz kurz noch mit den Schlüsselhütern durch. Hoffe jetzt einfach, dass ich die Schlüsselhüter hier alle killen kann. Schlüsselhüter sind ja auch immer überall woanders. Die sind ja überall verstreut. Ich hasse das, die zu suchen und zu finden. Muss erst mal gucken, wo ich mich überhaupt auf der Karte befinde hier. Wenn natürlich zu Verbündeten auch Phalanx zählt, dann würde die Phalanx natürlich nochmal extra Schaden verursachen. Das wäre natürlich auch sehr interesting.
für uns. Hier ist nichts. Sieht nicht gerade nach Schlüsselhüter aus hier. Das Gute ist ja, dass man wenigstens mit dem Kreuzritter relativ schnell vorankommt, wenn man Schlüsselhüter machen möchte. Hier wird er wahrscheinlich nicht zu finden sein. Oh. Na, das läuft doch. Auch mit dem neuen Edelstein bin ich recht zufrieden. Der scheint ganz schön reinzuhauen. Trotzdem habe ich den Schlüsselhüter noch nicht gefunden. Wäre schön, wenn es irgendwo einen Anhaltspunkt gäbe und man nicht ständig diese scheiß Karte absuchen muss. Von oben bis unten. Also mit Rolands Set ist das auf jeden Fall eine Offenbarung. Kein Schlüsselhüter jetzt weit und breit zu sehen. Ja, wenn wir schon mal dabei sind, können wir nebenbei auch die Typis hier rausholen aus ihren Gefangenschaften. So, jetzt sind wir die Karte einmal von oben nach unten abgegangen, habe ich das Gefühl. Hier ist nichts. Jetzt wieder die Maschine. Paragon Stufe 45, nett. Ging ja gar nicht mal so schnell. Boah, wie weit geht's denn hier noch? Mensch. Puh. Ich mag die Oasen nicht für die Schlüsselhüter. Die sind viel zu groß. Suchst dich dumm und dämlich. Keiner da. Wo ist er denn, unser guter Schlüsselfuzzi? Kann nicht weg sein. Können wir doch nicht erzählen, dass der hier nicht irgendwo zu finden ist. Hat sich wieder versteckt. Der weiß schon, dass wir den suchen. Hat sich schon rumgesprochen wahrscheinlich. Könnte hier noch irgendwo sein? Eigentlich sieht man den doch immer ganz gut durch seine Aura, die er da hat. Ja, das hätten sie. Nichts zu entdecken.
Dann kann es ja eigentlich fast nur noch da oben sein, oder? Schwierig, 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 wenn der Schlüsselhüter sich nicht zeigen tun tut. Platz da. Neuer Erfolg. I, was ist das denn? Ach, da dieser Sumpf. Ah, wenigstens Kopfgeld haben wir. Also hier ist er auch nicht. Wo hat er sich denn dann versteckt? Schlimm. Ich sag ja, ich hasse die Oasen von Dalgur. Er wird doch nicht hier unten irgendwo rumlungern? Nee. Bin ich gezwungen, hier echt nochmal alles abzugehen, wo ich noch einen kleinen Flecken schwarz habe. Wie ich sowas hasse. Und es droppt nicht mal ein Set-Gegenstand. Hätte doch lieber ein Portal machen sollen, anstatt mir einzubilden, ich könnte einfach schnell mal so einen Schlüsselhüter finden. Waren die Augen wieder größer als der Mund oder so ähnlich? Jetzt komm schon und zeige dich, Schlüsselhüter meines Vertrauens. Er kann doch nur noch hier irgendwo sein. Oder? Ja, hier kommt man her. Leute, ich weiß es nicht. Vielleicht sollte ich lieber aufhören, ihn zu suchen. Und er findet uns von selbst. Es wäre jetzt gelacht, wenn er hier unten in einer Seitengasse drin wäre. Das wäre das erste Mal. Kann es auch mal sein, dass kein Schlüsselhüter auf der Karte ist? Ach, da ist er doch. Hat sich hier in der Nische versteckt. Miese, feige Sau. Guckt euch mal an, wie der Schaden da losgeht. Und das Tolle ist, bei den Schlüsselhütern droppen jetzt direkt Maschinen und man muss sich diese Maschinen nicht mehr herstellen. Oh, ich habe den Schmelzofen gefunden. Nett. Da kann man sicherlich auch die Fähigkeit extrahieren und eine andere Waffe zum Beispiel für verwenden. Aber damit probieren wir auf jeden Fall später mal ein bisschen rum. Ja, was mache ich denn? Erhöht den Schaden gegen Elite-Gegner um 45%. Jetzt da noch ein Sockel rein? Läuft. Kann man das? Nee, ich glaube, man kann nicht. Man kann, glaube ich, nicht. Ich würde es aber trotzdem gerne mal ausprobieren. Der hat keine legendäre Fähigkeit. Da ist einer drauf. Gut, Goldhaut braucht man nicht unbedingt die legendäre Fähigkeit davon. Her damit. Ich teste jetzt mal gerade ganz kurz was. Es geht eigentlich nur bei Set-Gegenständen. Okay, ja, habe ich mir gedacht. Funktioniert nicht einfach so. Hätte ja auch ein Bug sein können oder zu schön, um wahr zu sein. Dass man das dann auch einfach mal so ummodeln kann in verschiedene Gegenstände, wäre lustig geworden. Naja, gut, meine lieben Freunde, wir haben einen Set-Gegenstand gefunden des neuen Sets, haben uns mal die Werte von dem Set angeguckt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!